sie keine Leute mehr rein und keinen der Ritter möchte dort in der Nähe Dienst tun. Bleib besser weg da, wenn dir dein Leben lieb ist. Wo werden in Trutzbruch die Verrückten weggeschlossen? Hier gibt es nur einen Ort, wo sie aufgenommen werden, das Sanatorium von Farnheim. Ich habe gehört, dass sie einen dort die Seele behandeln können, sie vom Wahnsinn befreien. Von dort kommen aber ebenso viele Geschichten, die einem das Blut gefrieren lassen. In Sanatorium gibt es einen Mann, wenn man ihn das nennen will, Ettelmoor. Er ist der Oberwärter. Wenn du auf Besuch bist oder dich selbst einweisen willst, dann solltest du mit ihm reden. Na, dann leb wohl. Gut. Anscheinend haben wir im Sanatorium von Farnheim die größte Chance, Hilfe für Alof zu finden. Gut. Der Turm, den ich sah, ragt über den Mauern von Erbhügel empor. Ich hoffe, dass ich das, dass ich dort das nächste Teil des Rätsels finde. Mhm. Ich sollte mit dem Oberwärter des Sanatoriums sprechen, Edelmoor, um meine Suche nach dem bleiernen Schlüssel dort abzustimmen. Oh ja, und nebenbei, wir könnten auch das Ding mal wieder absetzen. Und das Ding mal wieder aufsetzen. Gut, das heißt, es geht jetzt nach Farnheim. Weil Erbhügel werde ich als zweites machen. Ich werde das mal in der Stadt bleiben. Und ja, ich könnte jederzeit zu Ondras Geschenk und mir Palegina noch holen. Aber da die Gruppe eh gerade voll ist und Palegina ja auch einen Threshold kriegt, wenn ich sie aufnehme, ist das jetzt gerade nicht so relevant. So. Ein Beseeler. Wäre doch praktisch. Der sagt nichts. Zu viele Variablen. So, das ist die... Das ist Farnheim. Ondras Geschenk, das Haus Domenel, Raymond Herrenhaus, das verkohlte Fass, Kupferweg. Also ja, bevor wir ins Sanatorium gehen, sehen wir uns erstmal um. Greetings. Eine Frau steht im Schatten des Gartens und murmelt vor sich hin. Sie ist auf die Seiten eines großen, abgewetzten Buchs fixiert und scheint die blühenden Blumen und die kühle, duftende Brise gar nicht zu bemerken. Sie blickt erst auf, als sein Schatten über ihre Seite fällt. Darf ich bitten, ich bin sehr beschäftigt. Woran arbeitest du? Sie schlägt ihr Buch zu. Ich studiere die Seelenbefestigung. Wir wissen alle, dass bei der Geburt eines Menschen eine Seele in ihn fährt, die ihn beim Tod wieder verlässt. Aber wir haben noch viele Fragen darüber, wie sie sozusagen kleben bleibt. Was meinst du mit kleben bleiben? Sie wischt sich eine lose Haarsträhne aus der Stirn. Die Seele gibt dem Körper Energie und dem Gewebe Leben. Aber nur wenn sie fest an ihm befestigt ist. Ist sie das nicht, so kann eine ganze Reihe von Seelenkrankheiten entstehen, darunter auch die Hohlgeburt. Aber wenn wir verstehen würden, wie man Seelen wieder befestigt, könnten wir Weitwins Vermächtnis beenden. Vielleicht sogar den Tod überwinden. Sie kratzt sich hinter dem Ohr. Das ist jedenfalls die Theorie. Leider fehlen mir einige Forschungen, um sie in der Praxis umzusetzen. Was genau brauchst du? Es gibt ein Manuskript mit dem Titel »Die Lehrsätze von Patgram«. Es enthält Ergebnisse und Beobachtungen aus Patgrams Experimenten mit losgelösten Seelen. Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse soll angeblich im ältesten Archiv ein Exemplar besitzen. Pangrams Arbeit gilt als eine der, nun ja, wagemutigeren Schriften zur Beseelung. Nichts, was gemeinhin unter Anfängern verbreitet wird und auch sehr schwer zu bekommen. Es wäre fein, einmal einen Blick hineinzuwerfen. Die Lehrsätze könnten meine Forschung rasant vorantreiben. Aber Grimm, da die Oberarchivarin verehrt Vale und hat daher etwas paradoxe Ansichten, was das Teilen und Schützen von Wissen angeht. Und da sie nicht unbedingt als Befürworterin der Beseelung bekannt ist, neigt sie dazu, Informationen, die mir helfen könnten, zu beschützen und nicht zu teilen. Ein Jammer, es tut mir leid, das zu hören. Nun, es ist ihre Entscheidung, vielleicht lässt sie sich überreden. Du kannst es gerne versuchen, aber du wärst nicht die Erste. Sie seufzt, hör mich an, wie ich mich beklage. Es ist nett, dass du mir zuhörst, aber ich muss mich wieder an die Arbeit machen. Sonst noch etwas?
Sie will offensichtlich wieder ihren Studien widmen. Erzähl mir was über dich. Ich bin Beseelerin im Sanatorium. Im Moment erforsche ich einige Dinge, die im Zusammenhang mit Whitewinds Vermächtnis stehen. Was ist Whitewinds Vermächtnis? Whitewinds Vermächtnis nennt man den plötzlichen Anstieg an hohlgeborenen Kindern im Dürrwald in den letzten Jahren. Einige vermuten auch eine Verbindung zu sogenannten Biawaks, die durch ihr Glanfahrt blasen. Zu ihnen gibt es aber kaum verlässliche Daten, da kann ich nichts dazu sagen. Sie zieht die Nase hoch. Ich mag den Namen Whitewinds Vermächtnis nicht. Er stinkt nach Aberglauben, aber er ist schon zu etabliert, um ihn zu ändern. Mir wäre es lieber, die Leute würden an solche Dinge methodisch herangehen, anstatt einfach die Hände in die Luft zu werfen und den Göttern die Schuld zu geben. Es freut mich, dass jemand etwas Vernünftiges zu der Sache zu sagen hat. Ich habe einige Fragen zu den Lehrsätzen von Pangram, natürlich. Erzähl mir etwas über die Lehrsätze. Pangram war ein Beseeler? Pangram, der im Dürrwald arbeitet. Er hat einige interessante Theorien zur Essenz und einige recht innovative Techniken entwickelt, um sie zu studieren. Er konnte Seelen nach dem Tod wieder am Körper befestigen, auch wenn es ihm nicht gelang, die Degeneration seiner Patienten aufzuhalten. Es war umstritten, um es vorsichtig auszudrücken, aber inzwischen erkennen viele, dass er einfach nur seine Zeit voraus war. Was meinst du mit Degeneration? Nedin winkt die Hände. Nun, es scheint ein kleines Problem damit zu geben, Seelen nach dem Tod wieder zu befestigen. Die Körper werden wiederbelebt und können sogar Erinnerungen und Persönlichkeiten beibehalten, aber sie entwickeln einen Hunger nach Fleisch, nach lebendem, beseeltem Fleisch. Ohne sie beginnen sie sich zurückzuentwickeln, mental und körperlich zu zerfallen. Wenn der Prozess zu weit fortgeschritten war, was er früher oder später tut, werden sie zu Leichen ohne Verstand, die alles angreifen, was sich bewegt. Wir konnten noch keinen Weg finden, das zu verhindern. Du fragst dich, warum Grimdar diese Forschung nicht mit mir teilen will? Das klingt nach Nekromantie. Unsinn, Nekromantie ist Zauberei, wir sprechen von Wissenschaft. Sie betont das letzte Wort. Warum leiht Grimdar dir die Bücher nicht, die du brauchst? Die Halle der aufgedeckten Geheimnisse hütet ihre Bücher wie ihren Augapfel, besonders die seltenen unter ihnen. Und ganz besonders Grimdar, sie hasst die Beseelung, hält sie für gefährlich. Mir ist nicht klar, wie man die herausragendste Bibliothek des Dürrwalds leiten und sich gleichzeitig so gegen die Verbreitung von Wissen und Forschung sperren kann. Aber ich habe diese religiösen Fanatiker noch nie verstanden. Adolf blickt den Beseeler zornig an. Manches Wissen sollte lieber im Verborgenen bleiben. Was ist das Ältestenarchiv? Im Ältestenarchiv befinden sich die seltensten und arkansten und mächtigsten Schriften im ganzen Dürrwald. Er ist sozusagen das innere Heiligtum der Halle der aufgedeckten Geheimnisse. Es versteht sich von selbst, dass man es nur mit Grimdars Erlaubnis betreten darf. Ja, ich möchte gerne was über die Halle der aufgedeckten Geheimnisse erfahren. Du findest ihn im Bezirk Kupferweg. Er ist dem Gott der Geheimnisse und Enthüllung geweiht. Vor allem aber beherbergt er die größte und umfassendste Bibliothek im Dürrwald. Nun, damit ist entschieden. Wir müssen es uns einfach ansehen gehen, oder? Mehr wollte ich nicht wissen. Sonst noch was? Sie will sich offensichtlich wieder in ihre Studien widmen. Ich lasse dich in Ruhe. Leb wohl. Lehrsätze des Pangram ist hier. Nedin, eine Beseelerin, der ich vor dem Sanatorium von Farnheim begegnet bin, hat mir von den ältesten Archiven und den seltenen Manuskripten dort erzählt. Insbesondere von einem Text eines Beseelers namens Pangram. Sie benötigt die Lehrsätze von Pangram, um ihre Forschung fortzusetzen. Durch die Archivare gewähren ihr keinen Zugang. Das Ältestenarchiv liegt verborgen in der Halle der aufgedeckten Geheimnisse im Kupferweg. Ich finde das Ältestenarchiv irgendwo in der großen Bibliothek dort. Ja, Sanatorium. So, hör mich doch nur an mit dieses Verfahren. Mit diesem Verfahren würde ich ihre Seele intakt zurückgeholt. Mit diesem Verfahren würde ihre Seele intakt zurückgeholt werden, mehr oder weniger. Mehr oder weniger willst du deine Idee auf diese Weise Edelmoor unterbreiten? Warum? Nicht gut? Nicht gut. Edelmann, Edelfrau, schöner Brunnen. Wieder ein gelber Charakter. Der perfekte glatte Marmor fühlt sich kühl an. Die Statuen werden von Tropfen kristallklarem Wasser benetzt. Ja, hier ist die Dünnrotstraße oder Dunritstraße von Haus Hadred.
An diesen Orangen befinden sich nicht die, der kleinste Fleck. Hm, frische Orange. So, über dieses Fenster könnte man reinklettern und den Typen beklauen. Es war eine recht interessante Vorstellung, mehr kann ich dazu wirklich nicht sagen. Following your lead. I'm here. So, das ist das verkohlte Fass. Dann gehen wir erstmal da rein. Hey, Nonton. Etwas Fleisch. Die Drehbücher und Requisiten gehören zu einem Stück namens Die unfassbar bedauerliche Geschichte von Favia und Bernard. Okay, reden wir mit den Leuten hier. Der junge Elf ist, ist in extravagante Roben gewandt, die er offenbar am liebsten ablegen würde. Er zupft an einem mit schwerem Brokat geschmückten Ärmel und legt laufend die Goldkette um seinen Hals zurecht. Er blickt zu dir hinauf. Hat sie dich geschickt, um mich aus der Stadt zu jagen? Du kannst dir sagen, dass ich ohne das Medaillon nirgendwo hingehe. Ich habe Sere gesagt, dass ich nicht zulasse, dass sie es verkauft. Wenn du deswegen hier bist, dann spar dir die Mühe. Er bläht den Brustkorb auf und blickt jedoch zum Ausgang. Was redest du da? Entspann dich. Wenn du das fragen musst, bist du offensichtlich nicht hier, um mich auszunehmen. Sere ist eine Kurtisane im salzigen Mast in unseres Geschenk. Wir arbeiten nun seit über einem Jahr zusammen. Ich finde einen Adligen mit mehr Geld als Verstand, fülle ihn mit Schnaps ab und schicke ihn zu ihr. Sie amüsieren sich und Sere nimmt sich ihren Lohn. Und noch ein wenig mehr. Er reibt die Finger zusammen. 100 Kupferstücke hier, ein kleines Schmuckstück da. Für uns ist das viel Geld und diese Fürsten und Fürstinnen merken nie, dass etwas fehlt. Dann tut es ihnen ja nicht weh. Bei mir versuchst du so etwas lieber nicht. Und weiter, das ist unehrlich. Er kneift die Augen zusammen. Man überlebt. Hebt einen Finger, einen Rubinring funkelt im Licht. Wenn diese Adligen so viel Geld haben, dass sie nicht darauf aufpassen können, warum sollten sie es behalten? Wie dann auch sei, wir teilen die Beute immer, bis vor einer Woche. Er presst die Lippen eng zusammen. Sie nimmt einen Adligen an der Halskette ab. Es hängt ein engvitanisches Medaillon daran. Verdammt wertvoll. Dieses Relikt ist für meinen Clan ein Heiligtum, aber sie trennt sich nicht davon, nicht für eine Summe, die ich mir leisten könnte. Er zieht an der Goldkette um seinen Hals und selbst wenn ich wollte, ohne es kann ich nicht nach Hause zurückkehren. Sagani runzelt mitleidig die Stirn, das ist hart. Ihr seid beide Gauner und du bekommst endlich, was du verdienst, von mir bekommst du kein Mitleid. Ich habe im Moment keine Zeit für sowas, erzähl mir mehr über die Lage. Er zupft mit den Ärmeln, was willst du wissen? Warum ist dieses Medaillon so wertvoll für dich? Ich bin in Erglanfad aufgewachsen, im Clan des splitternden Speers. Wir Glanfantaner haben jahrtausendlang irgendwie Ruinen bewacht. Es ist die einzige Aufgabe, die wir von den Göttern übertragen bekommen haben. Im Tausch gegen das Recht, frei leben zu können. Er spielt nervös an einem Smaragdring an seinem kleinen Finger herum. Aber Schatzjäger haben die Ruinen in unserem Territorium geplündert und wir haben die Wildnis, in der wir seit Generationen lebten, verlassen. Die meisten Clanmitglieder sind in die Städte rund um den Dürrwald gelandet und leben vermutlich vom harten Brot. Er blickt seine verzierten Roben angewidert an. Würden wir dieses Medaillon wieder in die Ruinen bringen, würden die Götter uns vergeben. Der splitternde Speer könnte nach Hause zurückkehren. Äußerst faszinierend, ein einzelnes Medaillon, um die Gunst der Götter zu gewinnen und nach Hause zurückzukehren. Das erinnert mich an eine Geschichte, die ich gehört habe, irgendwo. Erzähl mir von Seril. Seril ist eine Kurtisane im salzigen Mast in Onras geschenkt. Sie stammt aus einfachsten Verhältnissen, aber sie tut, was sie kann, um daraus zu entkommen. Er blickt auf eine Kette von Bernsteinperlen an seinem Handgelenk. Sie ist eine gute Freundin. Er verschränkt die Arme in seinen breiten, zerknitterten Ärmel. Ohne sie würde ich vermutlich von der Hand in den Mund leben, wie der restliche splitternde Speer.
Aber hier geht es nicht um sie oder mich. Es geht um die 40 Mitglieder meines Clans. Um die Lebensweise, die wir über Generationen hinweg gepflegt haben. Du scheinst mir gut über die Runden zu kommen. Er ballt seine reich geschmückten Fäuste. Die Alternative wäre gewesen, wie der Rest meines Clans im Müll zu wühlen. Aber ich würde alles geben, dieses Medaillon einzutauschen. Ich habe es angeboten, aber es ist mehr wert als alles, was ich habe. Und Cyril weiß das. Ich verstehe immer noch nicht, warum du nicht einfach dein Geld nehmen und nach Irglanfa zurückkehren kannst.